anzuwenden. Ach du meine Fresse! Kann ich Ihnen helfen? Ans Fenster. Sagen Sie mir, wenn sich was tut. Ich brauche was, das auch aus großer Entfernung zuverlässig trifft. Okay, dann brauchen Sie ein Gewehr. Sowas wie das hier, Kaliber 22. Sagen Sie mal, auf was wollen Sie denn schießen? Einen Menschen. Sie meinen einen Menschen, der Sie bedroht? Er bedroht uns alle. Bitte, bitte beeilen Sie sich, es ist wichtig. Naja, das geht auf jeden Fall klar, sofern der Mensch in Ihr Haus eindringt und eine direkte Bedrohung für Sie ist. Was? Wie bringe ich ihn dazu, in mein Haus einzudringen? Sie können jemanden, der Sie bedroht, nicht auf offener Straße erschießen. Es sei denn, Sie sind in einem Bundesstaat, wo das Stand-Your-Ground-Recht gilt. Stand-Your-Ground? Bitte, die Zeit läuft uns davon! Durch das Stand-Your-Ground-Recht können Sie jemanden, durch den Sie sich bedroht fühlen, egal ob zu Hause oder auf der Straße, ganz legal erschießen. Genau das, was ich brauche, das nehme ich! Nein, verstehen Sie, Sie müssen in einem Staat sein, wo das Stand-Your-Ground-Recht gilt, wie Florida. Es ist hoffnungslos. Wie soll ich Token erschießen mit diesen dämlichen Regeln? Moment, ich kann Token nicht erschießen. Aber in Florida kann ich erschießen, wen ich will? Ja, solange er Sie bedroht. Was? Was soll das? Bitte beeilen Sie sich, mein Mann lebt vielleicht noch! Wir können den Ausbruch auch anders stoppen. Token ist nicht der einzige Indexpatient. Die Epidemie wird sich nicht ausbreiten, wenn wir George Zimmerman erschießen. Wir müssen sofort nach Florida! Los, beeilt euch, Leute! Kommt in Bewegung! Los! Zum nächsten Flughafen in Florida! Dieser Flieger geht nach Baltimore. Wenn wir nicht nach Florida kommen, gibt's kein Baltimore mehr. Da hinten, ein Schwarzer! Alles klar, jetzt müssen wir nur noch Zimmerman finden. Sehen Sie das an. Wir müssen von jetzt an unsichtbar sein. Was werden wir jetzt machen? Ich werde den Indexpatienten aufscheuchen und Sie erschießen ihn. Anders geht's nicht. Was ist, wenn er uns zuerst angreift? Keine Angst, in Schwarz kann uns keiner sehen. Ich konnte mich noch gar nicht bei Ihnen bedanken. Für all das, was Sie für... Esst euer Frühstück, Kinder. Und wo ist Daddy? Ihr könnt auch ohne euren Vater anfangen. Beeilt euch. Daddy! Guten Morgen, Kinder. Bekomme ich auch ein paar Pfannkuchen? Na sowas. 6 Uhr morgens und meine Familie lächelt bereits. Womit habe ich nur einen so perfekten Mann verdient, George Zimmerman? Ja, und ich so eine wundervolle Frau. Ich liebe dich, Dad. Ich dich auch, Prinzessin. Ich liebe euch beide gleich doll. Uns kann niemals was passieren, solange wir nur einander haben. Gibt es eine Chance, die Zombie-Apokalypse zu stoppen? Wie CNN soeben erfuhr, ist die Regierung die Identität des Indexpatienten inzwischen bekannt.